Wir öffnen das neueste Pokémon-Set, bevor es bei uns jetzt endlich rauskommt. Und zwar das japanische Set Ruler of the Black Flame. Hier können wir das legendäre oder das neue terrakristallisierte Glurak in einer SAR-Form rausziehen. Was, denke ich mal, hier auf jeden Fall der Chase-Hit sein wird. Wie gesagt, wir sind noch auf der National, deswegen heute so ein bisschen Urlaubs-Style-Opening. Wir haben das aktuell nicht bei uns im Shop, wie im letzten Video gesagt, die Displays sind im Moment sauteuer. Deswegen warten wir da eher drauf, dass das Ganze nochmal ein bisschen günstiger wird. Ich habe es jetzt einfach fürs Video auf der Messe nochmal gekauft, weil ich noch einen ganz okayen Preis dafür bekommen habe. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein in die neuen Karten, weil ich bin auch gehypt. 30 Booster der neuen Generation. Oh, okay. Also, ich sag mal so, die Packs sehen schon echt sehr, sehr geil aus vom Design her. Ich muss auch sagen, dass mir die SAR sehr gut gefällt. Die Gold gefällt mir nicht so gut von der Glurak-Karte, aber wir haben auch viele geile andere Karten dabei. Wir gehen direkt mal rein ins erste Booster. Wir machen alle natürlich in diesem Opening auf und gucken mal, dass wir dann auf jeden Fall die SAR hier rausziehen, weil eine muss definitiv mindestens dabei sein. Und hier, ich gucke ja auch bei den ersten Openings immer sehr, sehr gerne nochmal auf die ganzen Commons und Uncommons, wo wirklich schöne, schöne Artworks dabei sind. Wir haben direkt schon eine Full Art im ersten Pack. Ich würde sagen, das legen wir mal gerade beiseite, oder? Gucken wir mal, was wir jetzt in den nächsten Packs so rausziehen können. Ich hoffe mal, oh, guck mal, die schöne Psyana hier, dass wir hier die eine oder andere geile Art Rare auf jeden Fall rausziehen können. Und das Schöne an den japanischen Displays ist ja, wir können auch noch eine SAR zusätzlich rausziehen. Wir haben ja immer nur eine SR, also eine Full Art, eine Gold oder sonst irgendwas, aber die SARs können auch extra noch drin sein. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das hier in dem Display auf jeden Fall drinne haben. Und wir haben, jawohl, Lepumentas. Ich muss sagen, seit Celebrations, ich finde Lepumentas irgendwie richtig geil. Generell, das Set kommt ja am 11.8. bei uns in Deutschland raus. Das könnt ihr natürlich noch bei uns im Shop vorbestellen. Also checkt gerne den Link unten in der Beschreibung ab. Sollte auch alles pünktlich kommen. Und ja, dann könnt ihr euch das Ganze auf Deutsch und auf Englisch snacken. Wir haben die nächste Holo hier. Hallo Benjo ist am Start. Einige schöne Art Rare Karten, die ich auf jeden Fall gerne hier sehen möchte. Es ist auch wieder einiges aus der ersten, zweiten Generation dabei hier. Oh, ist echt sehr, sehr schön. Und die erste, oh, Terra Kristall ist ja auch nicht garantiert. Und es ist, jawohl, die Karte finde ich richtig geil. Kubuin, ich mag ja Kubuin irgendwie unglaublich gerne. Und Kubuin hier als Feuer-Type. Oh, guck mal, auch das Artwork. Also generell, die Artworks sind schon richtig geil geworden. Oh, guck dir dieses Togepi Artwork hier an. Okay, das ist wirklich, das ist sehr süß. Was haben wir hier nochmal? Oh, wieder diese LSD-Artworks dabei. Die erste Artware hier. Jawohl, Ferkuli. Ach, die Artwares. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Artwares sind die Karten, die mir aus der Generation mit am besten gefallen, beziehungsweise vor allem am besten gefallen. Nächstes Booster gehen wir rein. Ah, Moba ist dabei. Vulpix, sehr schön. Vulnona, leider keine Holo. Und einmal, was ist das? Pokémon Center? Nee, irgend so ein Ressort. Zum Urlaub machen. Da bitte jetzt noch, wie gesagt, ich poker jetzt voll auf die SAR jetzt noch hier zusätzlich da drin. Torgetic, sehr cool. Oh, Altaria, hier die Drachen-Pokémon auch wieder dabei. Diese Artstyles sind so schön. Und ein Sandfell. Wir gehen direkt rein in die nächsten Packs. Wir haben ja immer nur 5 Karten in den japanischen. Das ist nicht so bei uns. Oh, das Pi. Ich muss sagen, die Feen-Pokémon sind wirklich mit die schönsten hier. Und da haben wir den Affen, den finde ich jetzt nicht so geil. Und ne, Trainer. Ich will den nächsten Hit hier auf jeden Fall. Oh, Glumanda ist, stimmt. Ja, ist ja auch ein Set mit Glurak, ne? Glumanda ist auch mit dabei. Richtig schönes Artwork, meiner Meinung nach hier. Oh, auch geil. Und haben wir hier was? Ne, ich dachte, oh, das Wolvrock. Ohne Witz, man muss wirklich einfach mal mehr Zeit nochmal für die Commons und Uncommons hier lassen. Jawohl, Flamingo. Ihr wisst ja, Flamingo, mein geilstes Pokémon, was ich in dem Spiel hatte. Und ich meine, schade, auf dem T-Shirt habe ich keine Flamingos drauf, aber ich mag Flamingo-T-Shirts sehr gerne. Gönn mir was Schönes hier. Wir haben Duflor, ein Pupanz, Flunkiefer und nochmal. Wir haben noch keine reguläre X-Karte tatsächlich rausgezogen. Also da könnte jetzt vielleicht auch nochmal was Schönes rauskommen. Oh, Evoli, sehr schön. Müsste auch die erste sein hier in dem Display bis jetzt. Dann haben wir einen Brief bekommen und oh, Kangama. Schau dir dieses Artwork einfach an. Nice. Ja, Mann, richtig, richtig stark. So, Bro, willst du auch mal einen Booster aufmachen? Ich will eins machen. Machst du auch mal eins auf? Bro, willst du dich mal vorstellen? Wer bist du überhaupt? Ah, ich bin der Professor Eich, bin auch bei Instagram und bei Twitch unterwegs und so weiter. Also gerne mal abchecken. Und ich bin mit Sascha ein bisschen unterwegs hier auf den Nationals in Chicago und mache jetzt mal einen Booster hier auf. Ja. Sehr, sehr geil. Ich bin mega gehypt, das neue Set. Ich sehe es jetzt auch zum allerersten Mal. Gut, ich bin jetzt nicht so ein Profi, aber... Zeig mir mal einen Trick, du wolltest mir einen Trick zeigen. Genau, also hier in die Lasche rein. Also da, wo dieses Ding ist. Ich habe es jetzt halt schon gemacht und dann ziehst du es einfach auf. Und dann kannst du es wirklich einfach hier so mäßig. Come on. Mir ist jetzt halt eben ein bisschen der Arm eingeschlafen beim Film. Deswegen ist das ein bisschen wackelig. Aber es sollte so gehen, oder? Ja, safe. Komm schon. Na, ich leg die einfach hier hin, dann ist es einfacher. Und, oh, nice. Wie heißt sehr die? Sehr schöne Waifu. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was haben wir hier noch? Okay, das sind halt Trainer von den neuen Gens, kenne ich halt nicht so. Kenne ich mich leider auch noch nicht so aus, aber ihr wisst bestimmt, schreibt es gerne mal in die Kommentare,
wie die beiden Guten hier heißen. Bodenlos. Und jetzt übernimmt der Sascha wieder. Nee, du machst noch eins auf. Noch eins? Ja, okay, komm. Zeige ich das nochmal hier. Da rein. Und mit dem Finger einfach aufgezogen. So. Oh, der ist Delfin cool. Hier, mega. Genau. Nee, Paldea. Zylord, der Gute. Oh, nice. Ganz sehr, sehr nice. Und Achtung, ach nee, das war schon die letzte. Das war die letzte, aber das ist eine geile Karte. Come on. Guck mal, der Geisterhund. Friedwurf die oder jetzt so, ne? Aber wenigstens noch eine Holo. Also noch, oder eine X-Karte. Wir haben noch keine Regular rausgezogen. Oh, yo, let's go, Alter. Die sieht schon übel aus, oder? Noch eine Terra-Kristall-Karte. Geil. Und hier einmal Pilotenmütze oder so. Das für dich, oder? Ja. Oh, zeig mal, nochmal. Boah, die Karte ist echt schön. Guck mal, wen wir auch getroffen haben, den Niklas von den Lama-Karten. Auch in Chicago am Start. Und ihr habt schon gut vorgelegt, ne? Also ihr habt schon gut was rausgepult. Weil da geht eigentlich noch ein bisschen was. Ich hoffe, ich kann jetzt was Gutes pullen. So. Sweet, auch der mit der Reflexion im Wasser. Ja, Mann. Richtig nice. Boah, da ist man direkt happy. Da ist man direkt happy, wenn man die Karte sieht. Auch schön, schöne Bewegung. Und? Oh. Toxtricity als Holo. Die schmeckt auch. Second time's a charm. Du musst einen Hit rausziehen hier, ne? Ich muss einen Hit rausziehen. Das wurde jetzt okay. Schönes Glumanda hier. Ist das vielleicht ein Teaser? Das wäre schon geil. Wir wissen es nicht. Oh, richtig geile Art Rare. Und leider kein Double Hit. Aber ich glaube, die nimmt man alle Tage mit. Wunderschöne Karte. Also ganz ehrlich, Xerox wäre schon richtig wild. Also die Xerox Art Rare feiere ich noch ein bisschen mehr als die Glurak, wenn ich ehrlich bin. Also das wäre definitiv mein Chase-It hier. Komm schon. Und? Oh, nice. Die schmeckt. Auch das Foiling, ne? Schön. Sascha, das Foiling, gib mal ehrlich, das ist schon pervers im Japanischen. Das Foiling ist im Japanischen schon sehr, sehr cool. Also gefällt mir auch besser als bei uns. Ey, das ist die erste Regular X, die wir gezogen haben, ne? 12 Packs haben wir noch insgesamt, wir gucken jetzt mal rein. Ich meine, ihr habt jetzt gerade schon den einen oder anderen schönen Hit rausgezogen. Komm schon, jetzt einen schönen Hit. Zickzacks. Wuffels und nix hier. Oh, jetzt aber, jetzt im nächsten Mal was. Schon was Schönes Holographisches vielleicht wenigstens. Und jawohl, und es ist ein Elektros müsste das sein, ne? Sehr, sehr schön. Ist schon, oh, guck mal, das Artwork feiere ich auch wirklich von Friedwurf. Sehr geil, wir gehen rein. Nächstes Booster ist natürlich jetzt hier wieder mit am Start. Die gehen ja so schnell durch, ne? Auch wenn es 30 Booster sind. Hier, Lunastein. Hier nochmal das diese Togepi. Sehr, sehr schön. Wir haben übrigens wieder 108 Karten für ein normales Set. Ist schon krass. So, ich liebe dieses Pokémon. Und da, der Affe schon wieder. So, meine Lieben, let's go. Wir haben einen Pupita nochmal am Start hier. Oh, das Artwork ist auch geil. Wir nach dem Tag nach auf der Messe, ey. Ich sag's dir jedes Mal. Oh, nach Tara. Guckt, Alter. Also, die Artworks sind richtig stark. Jetzt stell dir die mal als Holo vor. Wäre schon schön gewesen. Und der Grudus heißt mit Toad. Wir schauen mal rein, was jetzt hier noch Gutes rauskommt. Glumanda noch mal dabei. Psyana, sehr schön. Aber ein paar Artrays müssen noch drin sein eigentlich. Ein sehr süßes Togepi, sehr schön. Und ich glaube, wir haben hier vielleicht mal, ja, da noch eine Artray. Oh, ist die schön. Duflor, auch sehr, sehr, nee, doch, Duflor. Ich wollte gerade sagen. Ey, manchmal bin ich so verwirrt. Ihr kennt es aber, ne? Duflor, sehr schön. Geiles Artwork. Die Artwork ist auch im Japanisch noch mal ein bisschen mehr glossy vom Style her. Richtig, richtig schön. Next Pack, wir gehen rein und zwar Myrapla. Und wir haben wieder eine normale X-Karte und wir haben, jawohl, Knoddertalks ist hier mit am Start. Ich liebe dieses Pokémon irgendwie. Es ist einfach komplett random, aber das liebe ich. Und hier, Sharpedo, Torhaido, auch geiles Artwork hier. Gucken wir mal, ob jetzt die letzten Booster hier noch mal was Schönes bringt. Oh, Alter, Entei, holy shit. Das ist so ein Artwork, ich finde, das würde super passen zu so einem Set wie dieses 151, aber dann für Johto. Das habe ich ja gesagt, das habe ich mir gewünscht. Wäre stark. Und oh, Glutexo haben wir auch noch nicht gezogen. Also Glurak muss jetzt noch kommen. 3 Packs sind es noch insgesamt, die hier im normalen Pack drin sind. Und dann noch unser Pack mit der Secret Rare oder mit der SR. Hier Lavi. Oh, das Despotar in dem Set. Feiere ich auch übel. Zickzacks. Haben wir nochmal eine Holo? Jawohl. Und es ist. Okay, das Pokémon kenne ich tatsächlich. Das kenne ich jetzt wirklich nicht. Da muss ich mich gerade kurz outen. Das ist die Weiterentwicklung von dem Delfin. Sieht aber irgendwie auch wild aus. So. Vorletzter Booster, auch nochmal das gute Portrait hier, don't fuckle with the shuckle, ich sag's euch. Und nichts mehr. Letztes Booster hier und danach gucken wir, was wir für eine Secret Rare gezogen haben. Wenn es euch schon mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Wie gesagt, hier nochmal dieses geile Pack-Artwork. Es ist schon echt geil, japanische Pokémon sind echt cool.
Aber wirklich, die müssen wieder günstiger werden. Das ist einfach, es ist bodenlos im Moment. Wir gucken mal rein, was wir jetzt noch Schönes haben. Oh, Togetic und, ah, schade, leider keinen Hit mehr hier, aber oh, nach Tara nochmal, sehr geil. So, was denkt ihr, was kommt da raus, Bro? Ich sag Waifu. Waifu? Okay, komm, ich würde sagen, wir gehen direkt rein, Leute. Was haben wir hier für eine SR rausgezogen in dem Display? Es ist auf jeden Fall eine Trainerfutter, das haben wir gesehen und es ist, oh ja, doch, die nimmt man mit hier, die Rapperin. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt im Spiel, aber richtig, richtig geil, was auch vom Artstyle her. Finde ich sehr schön. Nimmt man mit. War leider nicht die Glurak dabei, aber der Hand geht weiter dann beim deutschen Set. Wie gesagt, bestellt euch gerne vor, Links in der Beschreibung. Let's go.